Zeit hinweg daran arbeiten, dass es wieder besser wird. Hier war eine Frage. Ja, ich habe eine Frage bezüglich, sind wir sicher, dass es wirklich von diesem Gratis-Angebot bei den Online-Medien herrührt, dass wir viel weniger Absatz haben bei den Printmedien? Kann es nicht auch sein, dass die qualitativ etwas zu bieten haben, was die Printmedien nicht bieten können oder die etablierten Medien nicht bieten können? Wir haben ja vielfach, die stehen unter enormem Druck, sie müssen Geld generieren, sie haben nicht viel Zeit, die Journalisten, um zu recherchieren und Bilder nachzudenken. Wir haben hochgradig monopolisierte Konzernstrukturen, die viele Journalisten schreiben nur noch von Reuters ab. Und es ist nicht möglich, dass der investigative Journalismus vielfach auf der Strecke bleibt und dass die Dinge einfach nicht so erzählt werden, wie man sie zum Beispiel im Internet viel schneller aus verschiedensten Quellen bekommen kann, wie Sie eben gesagt haben, Journalisten nutzen selbst Google, um die Dinge zu recherchieren. Kann es nicht sein, dass man einfach mehr Qualität bekommt? Also ich könnte Ihnen ein Dutzend Themen aufzählen, über die ich in der NZZ eigentlich nichts Wichtiges lese, wo ich mich im Internet informieren muss. Also wenn Sie mal Lust haben, etwas zu schreiben über das Bilderberg-Treffen, das Sie jährlich besuchen, das Geheime, dann wäre ich gerne eine Zeitung kaufen, Herr Spinnmann. Jetzt weiß ich wenigstens, wer mir eine Frage gestellt hat im letzten Jahr. Ja, ich widerspreche Ihnen grundsätzlich nicht. Natürlich ist die Leistung des Journalismus, des Journalisten sollte die Recherche sein und die Recherche kombiniert eben mit hoher Fachkenntnis und Dossiersicherheit, das ist unbestritten. Aber auch hier wieder, jedermann hier im Saal oder jede Person hier im Saal hat irgendetwas, was ihm jetzt spezifisch bei der NZZ, weil ich jetzt hier vorne stehe, sonst wäre es vielleicht Reh Strehle vom Tagesanzeiger, nicht gefallen hat oder wo er einen Fehler entdeckt hat. Das ist so. Wir sind nämlich exponiert. Und es ist, ich sage immer, Zeitung machen oder Journalismus hat sehr stark mit Personen zu tun. Und diese Personen machen Fehler, sie sind auch angreifbar. Und nicht jeder arbeitet immer so, wie er vielleicht sollte. Aber noch einmal, man muss immer das Gesamtangebot anschauen. Und wenn Sie einzelne Segmente einfach ausbrechen und aufgrund dieser einzelnen Segmente dann sagen, diese Zeitung leistet nicht das, was ich von ihr erwarte, dann ist das zu akzeptieren, kann aber für die andere Seite nicht die Maßgabe sein, jetzt einfach grundsätzlich alles über den Haufen zu rühren. Und ich glaube, noch einmal, publizistisch betrachtet, müssen sich die Tageszeitungen, wenn wir spezifisch von den Tageszeitungen sprechen, weiterentwickeln. Sie müssen stärker vielleicht auch oder noch stärker auf die Bedürfnisse ihrer Leserinnen und Leser eingehen. Aber sie bleiben per Definition ein Massenprodukt. Der einzelne Leser ist uns wichtig. Aber ich habe 320, 330, 340.000 Leserinnen und Leser jeden Tag und die haben völlig unterschiedliche Bedürfnisse. Der eine findet das Fernsehprogramm in der jetzigen Form ein Schwachsinn und der andere findet, es könnte sowieso weggehen, weil sie sowieso kein Fernsehen guckt. Ja, was mache ich jetzt? Nicht? Zwischen Ausbau und gar nicht mehr anbieten ist ein relativ großes Delta. Und das ist die Kunst von gut gemachten Zeitungen, dass sie eben Bedürfnisse bestmöglich in der Masse abdecken können. Und Sie haben die Gratiszeitungen erwähnt und ich gebe Ihnen auch da völlig recht, die Gratiszeitungen decken ein spezifisches Bedürfnis ab. Ja, aber es hat mit recherchiertem Journalismus da nichts zu tun, sondern es ist eigentlich Zeitvertreib, beziehungsweise es ist eben die rasche News erzählt und das hat einen Wert, aber wir sind dann an einem anderen Ort und anders aufgestellt.
sich an Herrn Markus Spielmann. Ich finde es schon speziell, wie Sie vorhin erwähnt haben, so relativ kühl, dass Sie da die Schuld oder das Problem an dem zurückgehenden Absatz unter anderem auch darin sehen, also Sie bieten Qualität, das haben Sie oft genug erwähnt, und dass die Leute einfach zu ignorant, faul und träge sind. Träge und faul, das waren Ihre Worte, ist das richtig? Ich würde das eher ein bisschen umdrehen und ein bisschen Selbstkritik bei Ihnen wünschen, dass da vielleicht eben doch vielleicht an der Qualität vielleicht etwas zu bemängeln gibt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, um Ihnen das ganz deutlich zu verdeutlichen, was ich meine. Wir hatten erst gerade vor kurzem den 11. September, den Jahrestag 2009. 11. September 2009. Was die NZZ dazu gemacht hat, recherchiert und qualitativ, ist ein Buchvorschlag, ein Comicbuchvorschlag, das neu auf den Markt kommt in Frankreich. Ich frage mich, ist das recherchierte Qualität? Ein Comic? Das müssen Sie beantworten. Ich glaube nicht. Es gibt hier sehr gute Bücher, die recherchiert sind und Qualität tatsächlich anbieten, wie zum Beispiel das von Senior Commissioners-Mitglied John Farmer, Ground Truth, ist das Ihnen bekannt? Der war Senior Kommissionsmitglied und hat ein Buch drüber geschrieben, was eben da nicht stimmt. Ich würde gerne noch ausführen. Die Frage ist klar, meines Wissens. Ich will einfach kurz präzisieren, ich habe niemand hier im Saal und auch keinen Leser oder keine Leserin als träge und faul bezeichnet, sondern ich habe das im Kontext gebracht, Irrtum vorbehalten, wegen den Produktionszyklen, wo ich darauf hingewiesen habe, dass die Produktionszyklen letztlich menschlich betrachtet dazu führen, dass man immer auf dem letzten Drücker quasi etwas abliefert. Das war meine Interpretation und ich glaube, ich eben auch wieder das. Kann jeder hier auch nachvollziehen, was ich damit gemeint habe. Zum anderen möchte ich mich eigentlich nicht äußern. 9-11 möchten sich nicht äußern. Immer noch nicht. Nach 8 Jahren. Immer noch nicht. Es wird mal Zeit, dass sie sich äußern. Ist alles klar. Es gibt die Möglichkeit. 6 von 10 aus der Kommission haben bereits schon bekannt gegeben, dass etwas nicht stimmt. Okay, alles klar. Das wäre Qualität. Information, das wünschen Sie doch, oder? Es hört Ihnen niemand zu. Also bitte, danke. Recherchierte Qualität vom Herrn Daniele Ganser, der arbeitet an der ETH als Professor und so, hat internationale Zeitgeschichte studiert und der hat eben auch solche Inside-Jobs studiert, die durchgeführt werden. Wie? Also das ist in Bologna, fängt das schon an, in den 70er Jahren mit der Bombardierung, dort hat man quasi eine Armee aufgebaut gegen den Kommunismus. Das ist also wirklich eigentlich interessant. Lektüre in der Geheimarmee in Europa. Gibt Ihnen vielleicht einen Einblick in die Möglichkeiten vom 11. September? Okay, gut. Der John Farmer sollten Sie kennen. Das ist ja ein Senior-Kommissionsmitglied. Und der schreibt ein Buch darüber, dass eigentlich aber die offizielle Theorie... Schlussendlich, wenn Sie bei der Bilderberger Konferenz sind, dann wissen Sie ja bestens Bescheid. Dann wissen Sie ja. Wenn wir Ihnen ja nicht mehr vormachen. Was ist das für ein verschworenes Grüppli? Ja, Verschwörungstheoretiker. Mia James, Switzerland. Oh, wer hat es gesagt? Darf ich Ihnen etwas vorlesen? Etwas von John D. Rockefeller? John D., ich meine natürlich. Nein, darf ich mich nicht... Nur ganz kurz, ein Zitat und dann ist es in Ruhe, ganz da. More now. Kennen Sie das Zitat von David Rockefeller? Ich lese vor. Wir sind dankbar gegenüber der Washington Post, New York Times, Times Magazine und anderen großen Publikationen, deren Vorsitzende unserem Treffen beigewohnt und ihre Versprechen der Diskretion für beinahe 40 Jahre gehalten haben. Sind Sie denn da dabei mit der Diskretion? Es wäre unmöglich gewesen, unseren Plan für die neue Welt zu entwickeln, wären wir in diesen Jahren dem Rampenlicht der Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen. Bilderberg meinte, ja? Doch die Welt ist nun vorgeschrittener und bereit in Richtung einer Weltregierung, das schaffen Sie auch, Jan, oder? Zu marschieren. Die übernationale Herrschaft einer intellektuellen Elite und der Weltbankiers ist sicherlich vorzuziehen gegenüber der früheren, Jahrhunderten praktizierten nationalen Selbstbestimmung. David Rockefeller, Bilderberger Konferenz. Kein Kommentar dazu. Gezielt sich schweigen. Ist das Geld-Ethik oder Bilderberger Konferenz?
Ja, wir wissen es. Wir haben Pöppel, wir wissen es. Sie will nicht sagen, sie sind nicht. Also Stamm, immer sie sind Stammgast, quasi. Ja. Und was sagen Sie dazu, gegen die zu dieser Verschwiegenheit? Ist das eine Verschwörungstheorie, Bilderberg, nach wie vor, immer noch? Die neue Weltordnung ist sie ja nicht mehr seit 2000. Das ist nicht so wahnsinnig. Ist es nicht? Es ist relevanter als G8, G20 und all der Scheiß zusammen. Das wissen Sie ganz genau. Es sind renommiertere Leute, omnipotentere Leute. Sie wissen doch, wie die Leute sind. Sie haben doch zum Beispiel einen Artikel über uns geschrieben, der irgendwie im Zusammenhang mit der Mondlandung und was weiß ich, Sachen, wenn wir als Strassenaktion wo man Fragen stellen über den 11. September. Sie wissen doch sicher, dass viele Fragen offen sind. Der NZZ hat geschrieben, als Schleider über keinen Journalistennamen drunter gestanden, nicht einmal für das sind sie drum. Das war einfach auf der NZZ drin. Amerika gibt es nicht, Verschwörungstheoretiker machen Immobilien, dann zusammen mit Mondlandung, Elvis, alles mögliche drin. Also feinster Journalismus, wie sie sagen. Also eben, es gibt genug Indizien für das, es gibt Beweise. Die BBC hat zum Beispiel Leute interviewt, die dann nachher auftaucht sind, die auf diesen Listen vom FBI als Verdächtige, als Zettel, die da begangen haben, darauf verstanden sind. Es gibt genug Leute mit der Wissenschaft, die sagen, dass sie Sprengstoff nachfüllen. Das Thema entzogen ist ja Medien. Genau. Es geht nicht um das, es geht um Stellung von den Medien in dieser ganzen Geschichte, in dieser ganzen Welt. Das ist kein investigativer Journalismus. Hast du immer? Das ist doch eine richtige Medienführung. Sie sind im Frage. Nein, eben ist nicht gut. Sie sind doch ein vierter Standbein der Demokratie. Nicht für die Mainstream. Wir wissen genau, was ihr macht. Wir wissen es genau. Sie werden bestraft dafür, für ihre Lügen und Verbrechen der Menschheit. Dass sie ja schnell ein kleines 5 Minuten offizielles Interview geben, dass sie uns wieder legen und dann nicht der Fall war. Haben Sie keine Lust mehr? Nice try. Also, sie können mir nicht sagen. Nein, aber sie können mir nicht sagen, wieso zum Beispiel eben sie über 9/11 nichts berichten. Also sie berichten schon etwas. Aber sie berichten ja zum Beispiel. Sie berichten ja einseitig, oder? Sie erzählen nicht von diesen Fakten, dass Wissenschaftler, die jahrelang jetzt zum Beispiel den Stau untersucht haben, ganz klar die Fingerabdrücke von Nanothermit gefunden haben. Was ein eindeutiger Fingerabdruck ist für einen Controlled Demolition, kontrollierte Sprengung. So Sachen vermisse ich. Ich vermisse, dass von der Klimaerwärmung nur vom IPCC-Bericht abgeschrieben wird. Dann ist gut, dann gibt es noch andere Medien, die über das berichten. Aber sie, super. Wieso berichten sie nicht darüber? Weil wir über alles berichten. Das sind wir dann aber sie berichten ja über Themen, wo nachher der Gordon Brown zum Beispiel an der G20 offiziell eine Weltwirtschaftsregierung fordert, um die Probleme wie Terrorismus, Klimawandel in den Griff zu bekommen. Und sie sind an diesen Konferenzen mit dabei, die vom Herrn Rockefeller gesponsert werden. Jedes Jahr, oder? Fast jedes Jahr sind sie anwesend gewesen. Ja, die Listen sind leider rausgekommen, tut mir leid für sie, oder? Also sollten sie Zugang zu diesen Informationen haben. Und jeder 14-Jährige, der ins Internet geht, kommt auf die Informationen. Mich hat einfach gewundert, wo hakt es? Dürfen ihre Journalisten nicht über das berichten? Kommt es von oben runter? Was ist das Problem, dass man dort nicht eine demokratische Berichterstattung kann bringen kann? Eine faire? Nochmal. Im Detail ist es sinnlos, darüber zu diskutieren. Nein, es ist überhaupt nicht sinnlos. Nein, nehmen so oder so. Das ist jetzt wirklich ziemlich sinnlos. Schon, wieso? Ja. Nein, es sind ja klare Fakten im Internet. Aber Mainstream, nicht nur mit NZZ. Nils Harrit hat das, das jahrelang untersucht. Es gibt 900 Architekten und Ingenieure, die eine Webseite haben, die ganz klar sagen, es ist ein Fake. Aber nein, dann ist es so publik, dann ist es gut. Wieso reden Sie nicht drüber? Unsere Rechte werden Jahr für Jahr, fast Monat für Monat eingeschränkt. Die Freiheit geht drauf, von den einzelnen Bürgern auch von innen. Ist es zu schnell gegangen? Okay. Ja, Entschuldigung, aber Sie beschreiben. Also wo soll ich nochmal anfangen? Wenn es nicht verstanden. Was hat 9/11 damit so das Bürgerrecht beschnitten werden? Erklär das mal bitte. Oder? Haben Sie nicht das gemeint? Entschuldigung, Herr Spielmann. Nein, es ist ja nicht... Soll er den Mantel holen? Es ist ja nicht so, dass jede konspirative Theorie, die existiert... Nein, wir reden nicht über konspirative Theorien. Wir reden über Fakten. Wir reden über klare Informationen. Ja, aber schaut jetzt... Er hat jetzt... Ich habe so viele Experienzen. Gerne. Das ist nicht von uns.
die Diskussionsführung. Es geht nicht um meinen Auftritt. Es geht um Ihren Auftritt. Wir wollen ernsthaft fragen. Ja, ihr habt jetzt gefragt. Uns interessiert der Blackout von den Mainstream-Medien und sie gehören dazu. Herr Spielmann, würden Sie uns sonst mal ein Interview geben bei einer anderen Gelegenheit? Es gibt ganz hohe Politiker, die gesagt haben, dass es existiert. Wissen Sie, was Bilderberg ist? Nein, sagen Sie es nie, Sie sind schon dort gewesen. Ja, aber ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was Sie interessiert. Sie dürfen nicht darüber reden, Sie interessiert genauso sehr wie G8, G20, G20. Nur ist es viel grösser, es hat viel wichtigere Leute. Sie, Herr Spielmann, bitte geben Sie uns die Gelegenheit, das Interview. Nein, verarscht. Was sollten Sie? Das Problem ist, dass Mainstream-Leute, wenn er sie genannt hat, die armen Schweinchen, die sich nämlich nur 20 Minuten über einen NZZ einstellen. Nein, ich habe NZZ auch gerade erwähnt. Es geht darum, dass die Mainstream nicht als Volk kommt. Und das Volk sollte wachgerüttelt werden, weil sie verarscht werden. Zugang zum Nur eine Frage. Ihr Kollege ist bereit, zu ein Interview geben, der Medienexperte. Wären Sie natürlich auch bereit, zu uns ein gegebenenfalls Interview zu geben? Sie sagen, es ist nicht der Zeitpunkt. Wann ist der Zeitpunkt? Können wir nie über das reden? Wenn Sie nicht über das reden? Ja, Sie haben doch gar keine Antworten. Wir haben Fragen, wir haben Wenn Sie sich eins kaufen, aber wie auch immer die Funktionalität zum Allwissen haben. Können wir nie ein Interview machen? Gar nie. Wenn Sie keinen Kommentar wollen, wenn Sie so sagen. Das ist sehr schade für einen... Da muss man damit leben. Das ist Journalistenalltag. Ich werde immer wieder abgewiesen. Ich gehe nicht überall sein. Es gibt Sachen, die sollten Sie sich als Journalist reissen. Das wären heisse Storys. Aber sie das in den Teppich kehren, ist kein Journalismus. Sie haben noch mal schauen. Was ist das für ein verschworenes Grüppli? Ja. Real Change Switzerland.